Also hallo und willkommen auf motorradonline.de. Ich bin René, das ist ein schönes Hotel in Italien und das ist eine neue Suzuki und deswegen sind wir hier heute. Worum handelt es sich? Das ist die neue Suzuki GSX S1000 GT und das ist ein neues Tourensportmotorrad von Suzuki. Ganz schön mal wieder was von Suzuki zu hören, also es gab ja nicht allzu viele neue Modelle in letzter Zeit. Ein ganz schönes Zeichen und das ist quasi der geistige Nachfolger der GSX S1000F, die es ja vorher schon gab, die halt quasi eine tourifizierte Version von dem Naked Bike war. Und das Naked Bike kam ja vor einiger Zeit auch neu und dementsprechend jetzt halt auch eine neue tourenorientierte Variante und die heißt jetzt GT und nicht mehr F. Und Suzuki möchte damit betonen, dass die Reise halt jetzt eine etwas größere Rolle spielt. Die F vorher war relativ kompromisslos für so ein tourenorientiertes Motorrad. Es war eigentlich das Naked Bike, das ja sowieso schon sehr sportlich war, mit einer kleinen Halbverkleidung und ein bisschen Windschutz und optional halt Seitenkoffern. Und hier hat man jetzt diesen GT-Gedanken so ein bisschen weitergeführt. Und analog zu den Updates von der nackten Variante, ist dann das meiste auch hier jetzt an der GT gelandet. Ja, was haben wir? Wir haben also den bekannten 1000er Reihen-Vierzylinder-Motor, den es bei Suzuki schon, gelinde gesagt, eine ganze Weile gibt. Der basiert in seinen Ursprüngen auf dem K5-Motor von der GSX R1000, was ja ein ziemlich guter Motor ist. Und sehr bullig, sehr hohe Laufruhe und jetzt halt auch noch linearer so vom Leistungsverlauf. Ja, dann haben wir natürlich, wie gesagt, der Motor, hatte ich schon drüber geredet, hat jetzt selbstverständlich natürlich Euro 5 als Emissionsklasse. Ja, und wo wir schon beim Motor sind, noch eine weitere Neuerung. Es gibt jetzt halt auch Fahrmodi. Das gab es vorher nicht. A, B, C. Und das ist dann halt einfach abgestuft, wie direkt der Motor ans Gas geht. Also grundsätzlich ist die Gasannahme ein bisschen weicher. Aber in dem A-Modus, was quasi der direkteste ist, ist es halt immer noch ein bisschen hart. Wäre eigentlich kein Problem. Man könnte jetzt sagen, ja, fahr halt einfach im B-Modus. Allerdings ist es so, dass halt auch das Mapping ein bisschen geändert wird in jedem Modus. Also sprich, man hat immer die volle Leistung, aber wenn man das Gas aufmacht, wie viel dann auch quasi zur Drosselklappe geht als Gasbefehl, das ist unterschiedlich. Der subjektive Power-Eindruck ist schon verschieden in den Modi. Und das ist ein bisschen schade, weil in A hat sie schon am meisten Schmalz, da macht es auch am meisten Spaß, aber geht halt auch am härtesten ans Gas. Also, dass man das nicht so voneinander trennen kann, ist ein bisschen schade, weil man eigentlich dazu neigt, lieber in den B-Modus zu fahren. Aber da ist sie schon ein bisschen träger als im A-Modus. Wobei träge ist jetzt also jammern auf sehr hohem Niveau. Der Motor hat 152 PS, genau wie im Naked Bike und ist auch genau gleich abgestimmt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so eine drehmomentorientierte Neuabstimmung oder so. 106 Newtonmeter ungefähr und wie ich vorhin schon kurz mal gesagt habe, jetzt deutlich linearer von der Leistungskurve. Der alte Motor oder in dem alten Modell gab es immer so eine leichte Senke in der Mitte. Das hat man auch gespürt, die ist jetzt weg. Aber man muss natürlich immer noch sagen, also es ist jetzt kein absoluter Drehmomentbulle, aber spätestens ab 5000 Umdrehungen gibt es halt kein Halten mehr und dann dreht der Motor unglaublich geschmeidig, lochfrei hoch und hat dann halt auch wirklich so richtige 1000er Reihen-Vierzylinder-Power. Das ist dann auch richtig aggressiv. Es gibt auch immer noch dieses richtig schöne Röcheln von der Airbox, was einem fast anschreit beim Fahren. Das ist eigentlich ganz cool. Und sonst der Sound halt auch schön prall, aber nicht übertrieben laut. Und dann haben wir ein paar Updates in Richtung Tour. Also wir haben einen breiteren Lenker, 23 mm breiter und auch die Ergonomie ist ein bisschen neuer. Also quasi der Lenker ist ein bisschen näher einfach an dem Fahrrad dran und ein bisschen breiter. Ist auch ein bisschen angenehmer halt beim Fahren. Man sitzt ein bisschen aufrechter, ein bisschen komfortabler. Und dazu passend hat man dann hier halt eine Windschutzscheibe, die auch deutlich mehr Windschutz bietet als vorher. Also ist quasi so eigentlich der ganze Oberkörper mehr oder weniger vom Wind geschützt. Der Helm ist dann zwar im Fahrtwind, aber es gibt keine Verwirbelungen, keinen unnötigen Lärm. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und was halt auch erstmals
jetzt an so einem Tourensportler von Suzuki ist, sind Hartschalenkoffer. Die sind allerdings optional. Ist aber ein super System, also kann man leicht abbauen. Fügt sich halt auch optisch schön ins Motorrad ein. Und wenn sie ab sind, dann sieht es halt auch nicht schlimm aus. Also das sind integrierte Kofferhalter, stilistisch eigentlich so ganz schön. Was jetzt halt auch neu ist, wegen dem GT-Gedanken, wir haben einen Tempomat jetzt serienmäßig, der auch sehr gut funktioniert. Ein bisschen mehr Sitzkomfort hat man jetzt auch, vor allem für den Sozius oder die Sozia. Der Lenker und die Fußrasten sind auch in Gummi gelagert, damit es halt nicht so dolle vibriert. Ja, Vibrationen hat der Motor natürlich trotzdem noch ein bisschen. Also wer den Motor vielleicht kennt, diesen alten K5-Motor im Grundzug, der ist sehr kernig, der hat so einen ganz leicht rauen Lauf, ist aber an sich super kultiviert, aber hat so ab 4.000, 5.000 Umdrehungen halt ein bisschen ja, ganz leichte Vibrationen. Und ist sonst aber so ein typischer bulliger Vierzylinder. Man kann ihn im sechsten Gang ganz locker im Ort fahren, bei niedrigen Drehzahlen und in einem durchbeschleunigen. Das läuft super. Speaking of which, Fahrwerk. Das wurde ein bisschen angepasst. Also ist im Kern genau das gleiche wie bei der GSX S1000 Naked Bike. Und zwar haben wir Kayaba Hardware. Aber das Motorrad ist ungefähr 10 Kilo schwerer als das Naked Bike. Und deswegen wurde natürlich das Fahrwerk ein bisschen angepasst. Wie vorher auch schon, also es ist sehr satt, sehr souverän, ist jetzt kein ultra handliches Motorrad, 226 Kilo haben wir insgesamt und fährt insgesamt eher satt als jetzt super agil. Also die ganz engen Kurven mag es halt immer noch nicht ganz so gerne, da muss man halt schon ein bisschen arbeiten, aber funktioniert sonst gut. Hinten war es jetzt teilweise so, wirkt es ein bisschen zu schwach gedämpft, wenn wir mal so wirklich so sehr flott gefahren sind mit schnellen Wechselkurven. Kann man aber einstellen, hatten wir jetzt wie so oft bei Präsentationen leider nicht die Zeit zu, aber das Fahrwerk ist halt komplett einstellbar. Ja, und sonst gefällt es halt wirklich gut, also spricht richtig fein an und ist hochwertige Hardware auch. Genau wie auch die Bremse, da haben wir Brembo Monoblocks jetzt, die auch gut sind, aber sie könnten, also sie sind sehr sanft von der Abstimmung, ne? Ist super gut zu dosieren, aber könnte bisschen mehr greifen. Neuen Reifen gibt es noch, das ist Dunlop Road Sport 2. Der hat jetzt halt auch ganz gut funktioniert, soweit man das sagen kann. Größte Neuerung eigentlich und auch was, womit Suzuki sich sehr lange beschäftigt hat bei der Vorstellung von dem Motorrad, ist halt die neue Connectivity. Also wir haben jetzt auch ein großes TFT-Display, 6,5 Zoll, Vollfarb-TFT. Super gestochen scharf, sieht sehr schick aus und natürlich halt auch mit Möglichkeiten, das Smartphone einzubinden per Bluetooth. Und da hat sich Suzuki eine eigene App quasi gebaut, die heißt MySpin. Kann man kostenlos runterladen und das ist quasi die Basis davon. Also man muss diese App runterladen und dann kann man sich mit dem Motorrad verbinden. Da hat man dann mehrere Funktionalitäten. Musik hören, Telefon, Kalender, den man auch auf dem Handy hat, Kontakte, das Übliche halt. Und auch eine rudimentäre Navi-Funktion, wobei es nicht wirklich ein Navi ist. Also es nennt sich Maps und zeigt einem, wo man ist. Und man sieht auch die Karte und die Karte läuft mit, aber man kann sich nicht direkt routen lassen. Ne? Also es ist kein vollwertiges Navi. Allerdings gibt es die Möglichkeit, sich ja, so Third-Party-Apps runterzuladen, die quasi kompatibel sind mit dem System. Und da gibt es dann auch Navi-Apps. Das ist auch bislang alles kostenlos und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also es ist, die Einrichtung ist teilweise ein bisschen sperrig, bis man das einmal alles so verbunden hat. Das ist nicht unbedingt total intuitiv, aber ja, wie immer, wenn man Motorräder hat, also wenn man es dann hat, dann irgendwann weiß man es halt und dann geht es halt auch recht schnell. Das ist ja eher so ein Luxusproblem von Motorradjournalisten, die andauernd auf neuen Motorrädern sitzen und zu faul sind, sich das zu merken. Aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Es ist halt kein komplett neues Motorrad in dem Sinne. Die Basis ist bekannt, der Motor und so weiter. Aber man kann tatsächlich sagen, also es ist eine ganze Ecke tourentauglicher geworden, ohne dass es jetzt so diesen sportlichen Charakter verloren hat. Und das ist eigentlich auch das, was Suzuki ja beabsichtigt mit dem Motorrad. Dass sie das Sportliche nicht verlieren wollen, das nehmen sie auch sehr ernst. Das sieht man auch zum Beispiel an dem Zubehör, was angeboten wird. Also es sind so 30, 40 Teile ungefähr und es ist dann schon sehr sportlich teilweise. Also es gibt Carbon für alle möglichen Abdeckungen natürlich. Man kann rote Bremssättel bekommen. Ja, aber wie gesagt, halt auch ein bisschen Touring-tauglicher. Und die Koffer, das ist eigentlich da, denke ich mal, das größte Fund.
Da passt nämlich tatsächlich auch ein kompletter Integralhelm rein. Also zumindest mehrere von Joey. Das haben wir ausprobiert und so wurde es auch gesagt. Aber es sollen auch andere Fabrikate passen. Also 36 Liter fassen die Koffer. Und das ist ja eigentlich schon ganz ordentlich. 19 Liter Tank, jetzt auch tourentauglich. Für eine recht hohe Reichweite. Also der Motor ist ja auch relativ sparsam. Da kommt man dann schon eine ganze Weile, ohne dass man tanken muss, hin. Und so insgesamt, wie gesagt, also es ist ein sympathisches Motorrad in diesem Tourensportsegment, was ja halt einfach nicht mehr ganz so up-to-date ist oder beziehungsweise nicht mehr ganz so beliebt, leider. Viele Leute, die sowas gekauft haben, früher kaufen sich ja jetzt eigentlich eher eine Reise-Enduro und gehen in die Richtung. Ja, aber Suzuki hält daran fest und es gibt, wie man vielleicht auch gesehen hat, zielt recht deutlich, kann man nicht anders sagen, auf einen Mitbewerber von Kawasaki. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Ja, und damit haben wir dann eigentlich auch schon das Segment dieser Sporttourer, sag ich mal, in einem Bereich, der halt noch bezahlbar ist einigermaßen. Wo wir schon beim Geld sind, 14.450 Euro kostet das Motorrad plus Nebenkosten. Und die Koffer sind dann aber auch nochmal optional für 800 Euro. Tatsächlich noch eher in der Low-Budget-Klasse sozusagen. Wenn man jetzt die anderen wenigen Sporttourer oder was es in dem Bereich gibt, vergleicht. Also es gibt zum Beispiel auch eine Kawasaki H2 SX, die aber halt weit, weit über 20.000 Euro kostet und mehr Leistung hat. Und das ist dann halt eine ganze Ecke günstiger, aber wirklich schon sehr unterhaltsam. Kann man gut mitfahren, viel Spaß mit haben. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Und sende schöne Grüße aus Italien nach Deutschland. Ciao, ciao.